Warum Jesus folgen? Warum lohnt es sich? Warum lohnt es sich, an ihn zu glauben, ihm im Leben zu folgen und sich entsprechend auch einzusetzen für ihn und in die Gemeinde? Ab und an stelle ich mir diese Frage immer wieder mal, weil es nicht jeden Tag so ist, dass ich ganz offensichtlich irgendwie sehe, dass er am Werk ist und die Auswirkungen nicht immer sofort erkenne. Stellst du dir diese Frage auch ab und an? Oder vielleicht momentan in deiner Lebensphase ganz aktuell? Lohnt es sich überhaupt, diesem Jesus zu folgen? Diese Frage ist völlig berechtigt. Denn wenn du in etwas investieren willst, dann musst du ja wissen, was am Ende bei rauskommen soll und ob es sich tatsächlich rentiert. Es ist gut zu wissen, worauf du dich einlässt und auf wen du dich auch einlässt. Wenn du zum Beispiel ein Haus bauen willst, kannst du ja nicht einfach irgendwie loslegen, sondern du musst erstmal sehr viel recherchieren. Dann musst du gucken, genau, habe ich überhaupt genügend Geld? Wie viel Geld brauche ich? Du musst eine ganze Menge planen und in Vorleistung dann auch gehen, um das überhaupt dann stemmen zu können. Und du musst die Kosten überschlagen und dann entsprechend viel investieren. Und zwar nicht nur Geld, sondern auch eine Menge Zeit und ganz viele Eigenleistungen sicherlich auch, körperliche Anstrengungen und vieles, vieles mehr. Und es ist egal, worein du investierst, dir werden dann in dem Moment die Ressourcen natürlich für andere Sachen fehlen. Ne? Jeder, der schon ein Haus gebaut hat, der weiß das. Ich selbst habe noch keins, aber ich kriege das dann immer mit. Das sind ein Jahr, anderthalb Jahre. Da dreht sich ganz viel dann sozusagen darum. Und die Zeit, dann hast du keine Zeit, entsprechend andere Dinge zu tun. Ja, das ist dann so. Und in allen anderen Bereichen ist das auch so. Du musst dich in deinem Leben auf ein paar Dinge immer wieder fokussieren. Können nicht alles machen. Und dann ist aber klar, am Ende muss irgendwie auch was bei rumkommen. Es muss einen Sinn haben, dich auf diese Sachen zu fokussieren, weil du weißt, es lohnt sich. Beim Hausbau, am Ende hast du ein Dach über dem Kopf. Ja, im besten Fall auch ein schönes. Und ein trockenes. Ja, und so ist es auch eine völlig berechtigte Frage im Glauben. Also lohnt es sich, diesem Gott zu vertrauen und Jesus zu folgen? Diesem Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat und der sich aber bis heute sozusagen seine Botschaft hält und viele Millionen Menschen an ihn glauben und der faszinierende Dinge getan hat und gepredigt hat und es Menschen bis heute Hoffnungen gibt. Und trotzdem stellen sich Leute immer wieder die Frage, warum? Warum sollte ich das glauben? Und warum sollte ich ihm folgen? Und weißt du was? Wenn du dich das fragst, bist du in guter Gesellschaft. Nicht nur, weil ich mir ab und zu die Frage auch stelle, sondern weil seine Jünger, die 12 Freunde von ihm, sich diese Frage auch schon gestellt haben, als sie leibhaftig mit Jesus unterwegs waren. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Das ist uns überliefert unter anderem im Markus-Evangelium in Kapitel 10. Ich lese nach der Basisbibelübersetzung. Ihr könnt hier eine Leinwand mitlesen. Da sagte Petrus zu Jesus: Sieh doch, wir haben alles zurückgelassen und sind dir gefolgt. Jesus antwortete: Amen, das sage ich euch. Jeder, der etwas zurückgelassen hat, Haus, Brüder, Schwestern, Mütter, Vater, Kinder, Mutter, Vater, Kinder oder Felder, um mir zu folgen und um die gute Nachricht weiterzusagen, wird das, was er zurückgelassen hat, hundertfach neu bekommen. Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Kinder und Felder, schon jetzt in dieser Zeit, wenn auch unter Verfolgungen. Und das ewige Leben. Denn wenn Gottes Reich kommt. Viele, die jetzt bei den Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt bei den Letzten sind, werden dann
die Ersten sein. Also, ihr seht, die Jünger damals schon hatten die gleiche Frage, die uns heute auch immer wieder beschäftigt. Und Petrus macht es deutlich stellvertretend für die ganze Gruppe da, der Jünger und die Jüngerinnen. Er sagt, du weißt, Jesus, wir haben alles zurückgelassen und sind dir gefolgt. Was werden wir entsprechend dafür bekommen? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Und wisst ihr, Petrus ist da ziemlich direkt, habe ich so gedacht. Weiß nicht, du das auch so handhaben würdest. Ich habe überlegt, so, wie würde ich das handhaben? Ich sage, ich finde das ziemlich sympathisch und ehrlich von Petrus. Dass er, es ist ihm wirklich eine Frage und deswegen stellt er sie auch. Und es macht zunächst mal deutlich, dass ihnen das auch gar nicht so einfach gefallen ist, sein mag, so lange mit Jesus unterwegs zu sein. Denn die haben tatsächlich auch eine Menge zurückgelassen. Und schnell ist es ja so, wenn man so Geschichten hört von Jesus und seinen Jüngern und das in der Bibel liest, dass man so denkt, boah, was die alles Spannendes und Cooles erlebt haben. Also es war ja 3 Jahre Abenteuer pur. Ja? Und ich weiß nicht, ob dir das manchmal auch so geht. Ich denke manchmal, ich wäre gerne live dabei gewesen. Weil es so aufregend und so spannend und faszinierend klingt. Und so irgendwie, ja, eine faszinierende Predigt nach der anderen, eine faszinierendes Wunder nach dem anderen und so weiter. Und es ist doch irgendwie easy. Und also da muss es doch einem auch leicht fallen, Jesus zu folgen und an ihn zu glauben. So kann man das manchmal denken. Und hier merken wir aber, selbst den Jüngern ist es gar nicht immer nur so leicht gefallen. Die haben dafür etwas aufgegeben. Sie hatten alle Familie, die sie zurückgelassen haben. Sie hatten alle Jobs, in denen sie waren, die sie für eine gewisse Zeit zumindest aufgegeben haben, ohne zu wissen, was danach dann für sie kommen wird. Also, sie sind aus ihrer Komfortzone auch herausgekommen. Jesus zu folgen kostet entsprechend also auch was. Und das spüren sie und das bringen sie hier auch zur Sprache. Und das finde ich total sympathisch, dass sie das auch benennen und nicht als so, ah ja, komm hier, alles easy und so und wir sind ja jetzt hier direkt mit Jesus unterwegs. Nein, nein, das war richtig herausfordernd für sie in manchen Momenten. Und da werden sie auch ihre Familien vermisst haben. Es ist übrigens nicht so, dass sie in den 3 Jahren, in denen Jesus öffentlich gewirkt hat, wirklich 3 Jahre komplett von ihren Familien weg waren, sondern sie werden punktuell immer wieder auch mal zu Hause gewesen sein. So ist es realistisch und wissen wir es auch. Im Johannesevangelium zum Beispiel, da wird deutlich, dass Jesus eben nicht nur eine große Reise durchs Land gemacht hat, immer nach Jerusalem, sondern dass er mehrere Reisen unternommen hat. Und so werden die Jünger zwischenzeitlich immer auch mal wieder zu Hause gewesen sein. Aber die meiste Zeit waren sie natürlich getrennt. Was hat sie richtig was gekostet? Und ich habe mir so die Frage gestellt, sind wir bereit, bin ich auch bereit, immer wieder auch meine Komfortzone zu verlassen? Und wir sind es doch dann, wenn wir wissen, dass es sich lohnt. Und das will Petrus jetzt hier auch entsprechend herausbekommen. Lohnt es sich? Ist euch aufgefallen, dass sie aber die Frage gar nicht konkret stellen? Im Text hier bei Markus, im Markus-Evangelium? Petrus sagt nur, du weißt, Jesus, wir haben alles zurückgelassen und sind dir gefolgt. Und Jesus antwortet dann noch, bevor Petrus überhaupt die Frage stellen kann. Und das finde ich ganz spannend. Und ich deute das hier so, dass Jesus tatsächlich ihre Fragen schon kennt. Und es gibt mehrere Begegnungen, die Jesus mit Menschen hat, wo er noch bevor das Leute die Frage stellen, auf sie eingeht. Und hier tut er es auch. Denn er kennt die Herzenseinstellung seiner Jünger, seiner Nachfolger. Und weiß, was sie entsprechend investiert haben und dass sie ihre Komfortzone verlassen haben und ihre irdischen Sicherheiten aufgegeben, um Jesus zu folgen. Und da geht er darauf ein. Merkt ihr,
was für eine Fürsorge da drin steckt. Jesus, er sieht dich und er kennt deine Fragen und deine Sorgen noch bevor du sie ausgesprochen hast. Er weiß, was du entsprechend auch investierst. Und dann sagt Jesus, jeder, der etwas zurückgelassen hat, um mir zu folgen und die gute Nachricht weiterzusagen, wird es hundertfach neu bekommen. Und zwar nicht erst im Himmel, und er vertröstet uns nicht erst irgendwie auf eine Zeit, die wir noch gar nicht sehen können, sondern er sagt, schon jetzt in dieser Zeit, hundertfach. Das heißt, er verspricht dir, dich zu versorgen und dich zu segnen. Was er allerdings nicht verspricht, ist, dass dir alles leicht von der Hand gehen wird und dass du keine Probleme im Leben mehr haben wirst, wenn du an ihn glaubst und dich mit deinem Leben für ihn einsetzt und dass du keine leidvollen Phasen mehr im Leben durchlaufen wirst. Das verspricht er nicht. Er sagt, jeder, der mir folgt, wird es hundertfach zurückbekommen. Das gilt schon jetzt in dieser Zeit, wenn auch unter Verfolgungen. Was meint er denn damit? Nun, wenn du an Jesus glaubst, heißt es nicht zwangsläufig, dass du dann auch verfolgt wirst. Das gibt es nach wie vor in vielen Ländern, ist es der Fall, wo Menschen, wo Christen sich ja im Geheimen und im Untergrund treffen müssen, weil sie sonst ihr Leben aufs Spiel setzen. Hier in unserem Land ist es Gott sei Dank nicht so. Aber ich glaube, es ist noch mehr damit gemeint, nämlich genau das, dass Jesus einfach realistisch ist und weiß, solange wir in dieser Welt leben, da regiert auch das Böse. Und da kann es passieren, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, die böses Spiel mit dir spielen, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Und dieses Leben ist nach wie vor geprägt von Leiden und Sterben. Und es plagt uns auch, in gewisser Weise verfolgt uns manchmal. Ja, dass wir wissen, wir sind in diesem Leben vom Leiden und Sterben begrenzt. Und das finde ich ehrlich von Jesus. Der verspricht dir nicht das Blaue vom Himmel herunter, aber er verspricht dir, dich in dieser gebrochenen Welt zu versorgen. Trotz aller negativen Nachrichten, trotz aller Katastrophen, trotz allen Leids, trotz des Sterbens für dich da zu sein. Und dann eben nicht nur das, sondern da ist noch mehr. Es geht nach dem Tod, geht es weiter, denn er hat den Tod besiegt und er schenkt das ewige Leben. Das ist eine Perspektive, die Hoffnung gibt. Und da lädt er uns ein zu vertrauen. Und so viele haben das auch hier entsprechend aufgeschrieben, ja. Das gibt eine ganz, ganz neue Perspektive und das macht wirklich Hoffnung in einer Welt, die so düster ist. Da muss ich euch gerade noch erzählen, das habe ich hier gar nicht auf dem Papier stehen, aber es fällt mir gerade ein, wir haben im Mai mit ein paar Leuten sind wir nach Siegen gefahren und wollten einfach gucken, wie wir in Kontakt kommen können mit Leuten und ob sich's ergibt, vielleicht ihnen auch zu sagen, woran wir glauben. Ich mache sowas gar nicht so gerne, gebe ich auch offen zu, und deswegen habe ich überlegt, was ist mein Ansatz, mit Leuten überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und mich hat wirklich interessiert, was gibt den Menschen eigentlich heute noch Hoffnung im Leben? Und so bin ich da in Siegen in der Innenstadt gewesen und habe vereinzelt Menschen angesprochen und gesagt, Entschuldigung, wir sind hier gerade unterwegs mit einer Gruppe und mich interessiert, was gibt dir eigentlich noch Hoffnung im Leben? Es war erschreckend für mich, wie wenig Perspektive die Leute haben. Es ist überwiegend Konsum und irgendwie die Absicherung, ein bisschen Gesundheit und die Familie. Alles wichtige Dinge, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen, ach, hör mir auf, das ist doch alles schlimm. Und die Politik und so weiter, es ist nur noch Katastrophenstimmung. Wie gut ist es da, einen Glauben zu haben, dass etwas über dieses Leben hinausgeht. Und wenn du dich für Jesus einsetzt, dann kannst du darauf vertrauen, dass er sich um dich kümmern wird, eben entsprechend schon hier und jetzt und nicht erst in Ewigkeit. Wie cool ist das, sich in Jesus zu investieren, das lohnt sich.
Dann habe ich mich gefragt, okay, was bedeutet das denn jetzt ganz praktisch für uns heute? Muss jeder von uns auch Familien und Häuser verlassen? Die Jünger waren da ja schon ziemlich konsequent und radikal. Ist das tatsächlich dann wirklich Nachfolge? Und wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, Jesus zählt hier einige Dinge auf. Er sagt, jeder, der etwas zurücklässt, Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Felder, der bekommt es hundertfach zurück. Und überall dort, wo im Deutschen Komma steht, da steht im Griechischen kein und. Also jeder, der zurücklässt, Vater und Mutter und Kinder und Haus, also als müsstest du all das zurücklassen, sondern da steht jedes Mal oder. Haus oder Vater oder Mutter oder Kinder und so weiter. Es geht also nicht darum, dass wir alle alles verlassen und jetzt wie Einsiedler leben. Das würde ja gar nicht funktionieren. Sondern es geht um unsere innere Einstellung, dass wir Jesus Christus vertrauen und in diesem Vertrauen unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Und uns ganz praktisch und konkret einsetzen. Und so kann das entsprechend für dich bedeuten, dass du dich hier in diesem Ort, in Friedensdorf einsetzt. Oder in dem Ort, wo du lebst. Und dein Haus öffnest und das, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Und dich hier in die Gemeinde mit einzubringen. Ja, vielleicht ist es so, dass er aber für dich eher weniger sozusagen einen Einsatzort hier in der Gemeinde hat, was mehr sozusagen Gemeinde, FEG Friedensdorf, mehr sozusagen eine Tankstelle ist zum Auftanken, geistlichen Auftanken und der dich mehr aber in deinem Job gebrauchen will und dass du dort ganz bewusst als Christ dich auch einsetzt. Vielleicht ist es aber auch beides. Es kann auch sein, dass Jesus dich ganz konkret ruft, in den vollzeitlichen Dienst Missionarin oder Missionar zu werden, Pastorin oder Pastor, Diakonin oder Diakon. Das kann auch sein. Und da wird garantiert ein Ortswechsel mit einhergehen und dass du tatsächlich Familie und Freunde und so weiter zurücklässt. Nur können wir das eben nicht pauschal sagen, naja, jeder von euch ist sozusagen jetzt Pastorin und Pastor. Sondern Gott wird dir das entsprechend klar machen, was für dich gerade dran ist und wie du dich entsprechend für ihn investieren kannst. Gleichzeitig wirst du dann merken, ja, das kostet dich was, wenn du dich irgendwo entsprechend in seinem Namen einbringst. Wenn du dich hier 2-3 Abende in der FEG Friedensdorf einbringst, ja, dann fehlen dir diese Abende für dich persönlich, wie auch immer du die Zeit da nutzen würdest. Wenn du Geld spendest in christliche Projekte oder hier in diese Gemeinde, dann ist klar, das, was du spendest, diese Summe X, die fehlt dir. Wenn du Zeit und Kraft opferst, dann fehlt dir das entsprechend für andere Menschen, für deine Freunde oder Familie oder für wen auch immer. Und aus irdischer Sicht ist das eine ganz einfache Rechnung. Du musst immer etwas entsprechend opfern. Aber Jesus verspricht dir, dass das keine verlorene Investition ist. Jetzt könntest du denken, oh cool, dann arbeite ich jetzt mal zum Beispiel ein Jahr im Kindergottesdienst mit und bringe mich da rein mit allen Vorbereitungen und Nacharbeit, die das bedeutet. Gott, aber du siehst, da gibt es so einen Job, so eine Stellenausschreibung in meinem Job und die hätte ich gerne und da würde ich auch noch einen Ticken mehr verdienen und so weiter. Ich mache das jetzt, ja, ich setze mich hier ein Jahr ganz für dich ein und du deichselst das irgendwie, dass ich diesen Job kriege. Ja? Oder in der Schule läuft es gerade so schlecht, also ich bringe mich viel in der Gemeinde ein, habe dann zwar nicht so viel Zeit zum Lernen und du hilfst mir dann, dass ich dann in der Schule das Jahr irgendwie auch schaffe, ja, weil da steht es gerade so auf der Kippe. Das wäre jetzt so eine ganz klare Rechnung und so ein Deal mit Gott. Und so funktioniert es in der Nachfolge nicht, dass wir jetzt da so einen Kuhhandel aushandeln könnten mit Gott. Sondern es geht im Kern darum, dass du ihm vertraust und
eben schaust, wo kann ich mich nach meinen Kräften investieren und einbringen und zu vertrauen, dass das, was ich da reinbringe, auch Sinn hat. Und wenn dabei Zeit drauf geht und Kraft und vielleicht auch Geld, dass mir das am Ende nicht fehlen wird. Und dass es mir irgendwie wieder auch schenken wird. Das, was ich zum Leben brauche. Das meint es. Wie genau also Jesus dich dann versorgen wird, das kann ich dir nicht sagen. Sondern das wird sich unterwegs entsprechend zeigen, dass er das tut. Und das, was ihr hier zusammengetragen habt, spricht entsprechend genau dafür. Dass Leute hier die Erfahrung gemacht haben, sich in Jesus zu investieren und in die Gemeinde und zu merken, ja, er versorgt und er kümmert sich um dich. Deswegen habe ich euch ganz bewusst damit hineingenommen und diese Fragen auch gestellt, um das mal in Erfahrung zu bringen. Warum lohnt sich's denn eigentlich? Es lohnt sich, Jesus zu folgen und in seinem Namen sich in die Gemeinschaft und in Menschen zu investieren. Auch dann, wenn viele andere das nicht tun und man den Eindruck hat, dass sie sich überwiegend nur an dieser Welt für sich selbst bereichern. Es lohnt sich, anders zu leben und im Namen von Jesus zu investieren. Dann sagt Jesus zum Ende da dieses Gesprächs noch etwas. Er sagt nämlich, im Himmel werden sich diese Verhältnisse umkehren. Viele, die jetzt zu den Ersten zählen, werden dann die Letzten sein. Viele, die sich nur um das irdische Glück drehen, da wird es auch bei dem Irdischen bleiben. Er sagt, viele, die jetzt bei den Letzten sind, die werden dann die Ersten sein. Und das ist eine Motivation, zu sagen, okay, wir können anders leben. Weil wir darauf vertrauen, dass er uns jetzt schon versorgt. Und im Himmel, da wird es sowieso ganz anders werden. Gleichzeitig ist es auch eine Mahnung an dich und mich, dass wir nicht überheblich werden. Und sagen, naja, wir folgen jetzt Jesus nach. Und das, was er uns sozusagen an Gutem schon schenkt, ja, das haben vielleicht andere nicht. Oder irgendwie in einer anderen Form überheblich zu werden. Sondern einfach dankbar zu sein, dass Gott uns versorgt und dass er an unserer Seite ist. Es lohnt sich also, Jesus zu folgen. Es lohnt sich, in seine Gemeinschaft zu investieren, anstatt zu geizen. Zu teilen von dem, was wir haben, anstatt nur für uns selbst anzuhäufen. Für Frieden einzusetzen, anstatt irgendwie Hass zu schüren oder unseren eigenen Aggressionen irgendwie zu unterliegen. Es lohnt sich, zu dienen, anstatt zu herrschen. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Und du brauchst keine Angst zu haben, dass du da zu kurz kommst. Denn er hat versprochen, für dich da zu sein. Und er hat alles schon für dich gegeben. Er hat sich selbst aufgeopfert für dich. Und er wird an deiner Seite sein und dich reich beschenken. Amen.